Wir fangen auch gleich mit dem Stream an. Machen heute wieder zwei Landingpages, die wir auswerten. Ich werde jetzt immer mal zwei machen, dass wir einfach ein bisschen vorwärts kommen. Also es sind ja noch relativ viele, die noch anstehen. Und deswegen mache ich ein bisschen mehr jetzt einfach. Ich werde immer zwei machen, werde mich ein bisschen kürzer halten jetzt für diese Sessions. Und wir fangen an mit nordicwalking.de. Das erste, was mir auffällt, ist halt, die HTTPS, das SSL-Zertifikat fehlt. Dann, und kurz gucken hier, ob hier nochmal sowas kommt. Dann fehlt hier letztendlich halt auch eine Bestätigung. Eine Cookie-Bestätigung, was schon wichtig wäre. Genau. Dann nordicwalking.de, coole Domain, Attack. Generell, wenn ich jetzt auf die Seite komme, wie auch immer ich da jetzt raufgekommen bin, ich wüsste jetzt erstmal nicht, um was es geht. Ne? Nordic Walking geht es um Attack, was ist das? Also die Botschaft fehlt hier gleich am Anfang, ja, was ziemlich wichtig ist, weil diese eine oder zwei Sekunden oder drei Sekunden, die ich letztendlich habe, um den User zu überzeugen, ob er auf der Webseite bleiben soll oder nicht, die werden hier nicht genutzt. Und dann scrollen wir mal runter. Insgesamt ist das schon eine sehr smarte Landingpage, ja, ist jetzt nicht so viel. So Nordic Walking, Ganzkörpersport, okay. Das ist für Leute, die halt noch gar nicht wissen, was Nordic Walking ist. Ja, also wenn das die Zielgruppe ist, ist das auch in Ordnung. Jetzt kommen wir hier nochmal zum Shop. Okay, müsste mal gucken, wenn das Ziel ist, halt die Leute zum Shop zu holen, dann könnte man das hier vorne auch schon machen. Spaß am Walken. Haben wir hier Play, okay. Hier gibt es dann nochmal von Porex ein Video. Das könnte man sicherlich auch nochmal ein bisschen schöner einbinden. Kann man auch Tracking dann machen, wie viel wird das Video überhaupt angeguckt, ja, Click-Tracking und wie weit wird es angeguckt, das kann man alles über einen Google Tag Manager machen. Das machen wir, wenn wir mit Kunden arbeiten, die auch Videos auf der Seite haben, machen wir das auch viel. Das war halt sagen, hey, auch Videos sollte man tracken, weil die sind ja auf der Webseite, muss man ja auch mal gucken, ob das da überhaupt Sinn macht. Dann hier auch nochmal so ein paar Infos, generell über Nordic Walking. Dann haben wir hier einfach so ein paar Bilder, die ja, jetzt erstmal nicht ganz so helfen. Vielleicht hier nochmal so, wie groß der Stock sein müsste. Das ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Hier haben wir die App. Na, ich gehe mal hier davon aus, da landen wir dann. Schauen wir gleich nochmal. Hier ist auch relativ unklar. Also bis jetzt ist immer noch extrem unklar, um was geht es hier überhaupt. Ja? Nordic Walking, 10 Jahre Erfahrung, bei was? Ja? 600.000 zufriedene Kunden. Für was? Was haben die gekauft? 1000 verschiedene Produkte, was 1000 verschiedene Stöcker oder Apps? Oder das ist hier alles noch super unklar. Der Spaß im Freien, mehr Informationen. Hier landen wir dann, das Template scheint irgendwie nicht fertig zu sein, hier landen wir dann irgendwo auf einer anderen Seite, Theme Forest. Fit und gesund durch Nordic Walking. Okay, hier also auch wieder ein bisschen Information für jemanden, der keine Ahnung hat, was Nordic Walking ist. Mehr Informationen, do it right, okay, das ist also, ich weiß nicht, könnte jetzt beispielsweise auch irgendwie einfach eine Seite sein, die mich überzeugen soll, Nordic Walking zu machen. Fangen wir mal an, mehr Informationen, das ist das gleiche wie do it right. Hier ist auch immer wichtig, wer ist meine Zielgruppe? Wenn ich, vielleicht gehen wir da nochmal zurück. Hat sich hier schon mal jemand, okay. Kurz mal fragen wegen dem Ton. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, den Ton richtig zu machen. Ich war letzte Woche viel unterwegs, deswegen ist letzte Woche auch der Livestream ausgefallen. Wir werden das alles insgesamt noch mal ein bisschen besser machen. Die Qualität vom Livestream, den Sound besser machen, auch das Timing werde ich auch noch mal besser machen. Aber ich war gestern in Hamburg, letzte Woche in Hamburg und Rosenheim und von Montag bis Freitag weg. Die Zielgruppe von Nordic Walking, allein anhand der Bilder. Das ist jetzt das größte und erkennbarste Bild hier. Das ist also schon vielleicht das ältere Semester. Es sind jetzt hier keine Jugendlichen drauf zu sehen. Dann würde ich immer gucken, hey, okay, do it right. Versteht das jetzt einfach ein älteres Semester? Ne? Also da muss man mal ganz klar von ausgehen, vielleicht nicht alle. Ne? Also wenn ich jetzt überlege,
Eltern bzw. Großeltern und alles, was dazwischen ist, ja, die können sich es vielleicht denken oder klicken da auf Neugierde drauf. Aber hier auch das Wording in der Navigation ist auch schon wichtig. Richtige Technik. Okay, hier geht es wieder um allgemeine Sachen. Allgemeine Sachen, Gesundheit und Spaß verbinden. Das ist also alles viel Werbung für Nordic Walking selbst. Also wenn das letztendlich das Ziel ist, ich möchte Usern Nordic Walking näher bringen, dann ist das super. Dann hilft das schon mal. Würde ich aber noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Teile deine Erfolge auf den sozialen Netzwerken. Was für Erfolge? Ja? Entdecke neue Freunde. Wo soll ich neue Freunde entdecken? Hier fehlt, beim Nordic Walking entdecke ich neue Freunde. Okay. Hier, die Schriften sind unterschiedlich. Also, die Seite selbst sehen wir ja, die ist absolut in Ordnung. Ja, kann man jetzt nicht vom Design meckern oder so, aber inhaltlich komplett, wie soll ich sagen, am Ziel vorbei, würde ich jetzt mal denken. Weil ich kann mir denken, dass es hier um die App geht. Ja, es soll die App hier vermarktet werden. Aber bis auf hier oben dieser kleine Button fehlt hier das komplett. Und das ist ein generelles Problem, wenn ich jetzt beispielsweise mit Kunden zusammenarbeite, die machen eine Landingpage, alles tipptopp, schön, dann werden Anzeigen geschaltet. Und dann wundert man sich, warum funktioniert das nicht? Und hier wäre es jetzt zum Beispiel, ja klar, weil einfach der Inhalt fehlt. Ich muss die Person ja dahin bringen, die App zu nutzen. Und wenn ich hier nur allgemein über Nordic Walking spreche und nicht sage, hey, du findest mehr Freunde und Gruppen, wenn du die App nutzt. Du wirst aktiver, wenn du die App nutzt. Und du kannst dich ständig verbessern, wenn du die App nutzt, weil die App das aufzeichnet. Du kannst deine Erfolge auf den sozialen Netzwerken teilen. Das kann ich auch ohne diese App. Ja? Mehr über richtige Technik, Füße, Armbewegung, Walken, das ist alles okay. Hier könnte man auch mit Videos und Bildern arbeiten, ne, wenn man hier ein bisschen weiter dieses Nordic Walking Thema vertiefen will. Zu beachten, also das ist alles super gut für Videocontent. Das merke ich bei vielen Kunden. Da sind wir aktuell dabei, immer mehr Videoinhalte zu erstellen, weil solche Sachen, ne, also was ist zu beachten, was sind Fehler, das kann ich alles mit Videocontent sehr, sehr gut abdecken. Ja? Und das ist natürlich auch was, den Stock zu steil aufsetzen. Wenn ich das nicht sehe, wie der zu steil aufgesetzt ist, dann hilft mir dieser Satz jetzt zum Beispiel nichts. Ne? Also da hilft einfach ganz viel Video- und Bildmaterial. Gehen wir mal hier weiter, Zubehör. Ich weiß nicht, ob mein Internet langsam ist oder ob die Seite, also ich würde fast sagen, die Seite, ich habe hier irgendwie eine 100.000er Leitung, ist ein bisschen langsam, müsste schon schneller funktionieren, also Klick und dann muss sie sich öffnen, zumal hier nicht so viel Inhalt ist. Okay, was ist jetzt hier? Okay, Nordic Walking Füße. Okay, gut. Also fehlt auch wieder ein bisschen Kontext. Ne? Ich kann jetzt hier halt zum Shop gehen. Der Link wird nicht funktionieren, gehe ich von aus. Genau, ist falsch hinterlegt. Hier die Füße, ja, macht Sinn beim Nordic Walking, ne? je nach Untergrund. Aber auch hier sehe ich unten, wenn ihr jetzt auf meinem Rechner, also im Screenshare seht, unten links, ganz unten links sieht man ja die URL, die dann kommen würde. Und hier sieht man, es ist immer die gleiche URL. Wenn ich aber jetzt hier schon die Schneeaufsätze zeige, dann wäre es doch super, wenn ich im Shop auch auf die Schneeaufsätze komme. Attract Walking Pads. Okay. Hier ist schon mal so ein bisschen Kontext zu dem, was hier letztendlich gewollt wird. Gucken wir nochmal auf die Kleidung und dann die kostenlose App. Okay, hier wieder das gleiche. Kontext fehlt. Ein Bild. Okay. Gibt es hier spezielle Unterwäsche? Okay, hier ist auch wieder ein bisschen informativ. Hier könnte man natürlich auch nochmal ein bisschen mehr machen. Ne? Also auf was sollte ich achten? Das hilft ja schon mal, dann vielleicht auch noch Links reinsetzen, wo ich sowas finde, weil sonst muss ich selber wieder auf die Suche gehen, wenn mir das hier natürlich schon angeboten wird, weil danach würde ich eh suchen, auch wenn der Shop das vielleicht jetzt nicht anbietet. Habe ich die Seite hier wenigstens als guten Helfer in Erinnerung. Was haben wir hier? Die App. Okay. Nordic Walking. Okay, das geht zum Beispiel gar nicht, lande jetzt auf einer ganz anderen Webseite.
die auch nicht sicher ist. Und hier soll ich meine Daten eintragen. Das ist DSGVO-mäßig sehr brenzlig, ja? Weil sie ja dann nicht verschlüsselt übermittelt werden. Besonders bei diesen Daten ist das wichtig. Und ich lande auf einer anderen Seite, das ist auch nicht gut. Letztendlich so eine App, wenn ich sie jetzt hier fürs Telefon haben will, dann müsste ich ja entweder auf Android, also auf dem Google Play Store oder auf dem iOS Apple Store letztendlich landen und sie gleich herunterladen können. Und ich müsste mich im besten Fall dafür nicht anmelden. Ja? Also designtechnisch ist die Seite gut, um das mal zusammenzufassen und auf den Punkt zu kommen. Designtechnisch ist die Seite gut, sie ist responsive, sie könnte schneller sein, sie könnte sicher sein. Und was ganz wichtig ist, und das hatten wir auch schon bei anderen Seiten, sind zwei große Sachen. Zum einen mehr Call to Actions und der Inhalt und das Ziel der Webseite, die müssen zusammenpassen. Ja, aktuell läuft das irgendwie hier so kreuz und quer durcheinander, aber Inhalt der Seite und Ziel dieses ganzen Projektes, die greifen überhaupt nicht ineinander. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, was dieses Attrag ist. Keine Ahnung, was das ist. Wenn ich hier raufklicke, lande ich auf der Startseite. Das hilft gar nicht. Ja? Also das ist ganz wichtig, wenn ihr Landingpages macht oder generell Webseiten macht, schaut immer, was will ich erreichen und wie kriege ich die Person sauber dahin geführt. Ja? Und wenn ich mir die Seite hier angucke, dann würde ich denken, es soll erreicht werden, dass die Leute im Shop was kaufen oder die App runterladen. Inhaltlich ist sie aber so aufgebaut, dass sie einer Person, die halt sich für eine Sportart interessiert, für eine neue, dass dieser Person halt Nordic Walking beigebracht wird oder nahegelegt wird. Ja, sorry, wegen dem Ton, das könnte hier mein Rechner sein. Wie gesagt, ich habe hier noch so ein anderes Mikro, aber das hat letztes Mal nicht ganz funktioniert. Dann kam über die Webcam letztendlich der Sound. Christian Kunert, ja, deine Landingpage kann ich auch begutachten. Schreib die einfach rein. Ich nehme die mit auf die Liste und wir haben noch eine zweite. Man muss dazu sagen, ich glaube, das ist schon im Januar gewesen. Da hattet ihr relativ viele Seiten eingereicht. Und deswegen probiere ich jetzt jeden Freitag mal zwei, vielleicht machen wir nächste Woche auch drei Landingpages, die wir uns angucken. Okay, schauen wir mal uns diese Seite an. Erstmal kurz responsive. Wie sieht das aus? Okay, das ist in Ordnung. Relativ viel von ihr im sozusagen Personal Branding, also oder ihr Branding wird sehr stark in den Vordergrund gerückt. Menschen stärken, Unternehmen voranbringen. Vielleicht das Logo würde ich jetzt im ersten Punkt vielleicht erstmal ein bisschen in den Hintergrund oder kleiner hier oben hinsetzen. Die Botschaft sollte man besser lesen können. Ja, also so könnte ich sie beispielsweise besser lesen. Das heißt, entweder eine andere Schriftfarbe oder die halt nochmal irgendwie hinterlegen. Ja, auch das lässt sich hier ganz schwierig lesen. So wäre das jetzt nicht schön, aber es wäre super gut und einfach zu lesen. Wir gehen mal wieder zurück zum Desktop, zur Desktop-Ansicht. Müssen mal gucken, ob sie wirklich abgeschnitten sein möchte. Das wäre wichtig, dass man hier guckt, okay, eigentlich will ich gar nicht abgeschnitten sein. HTTPS ist vorhanden, das ist schon mal okay, Grundvoraussetzung. Dann haben wir hier rechts eigentlich ganz nett so einen kleinen Slider, der mitwandert, rufen Sie mich an. Wenn ich darauf klicke, dann sieht man unten links wieder, dann öffnet sich hier, ich weiß nicht, wahrscheinlich Skype oder sowas bei mir. Oder schreiben Sie mir und hier wird direkt das E-Mail-Programm geöffnet. Das ist gut, aber wir sehen auch schwer sichtbar. Ja, also ich habe das jetzt vorhin schon gesehen, weil ich ja hier runtergescrollt habe, da war es weiß auf grau. Hier oben sieht man das schwieriger, da müsste ich also überlegen, mache ich es einfach ein bisschen größer und auffälliger. Aber letztendlich, was will ich mit so einer Landingpage? Ich will, dass die Leute mich anrufen oder mir schreiben. Und da muss ich das schon stark in den Vordergrund setzen. Ja, also bei meiner Webseite, die jetzt sicherlich auch nicht top perfect ist oder sowas, habe ich aber zumindest diesen Kontaktbutton, der letztendlich ja wesentlich ist, um mit mir in Kontakt zu kommen oder wenn jemand was von mir will. Der ist zum Beispiel auch andersfarbig gemacht. Einfach dafür, dass letztendlich man den sofort sieht und wenn man Lust hat, sofort mit mir oder Kontakt zu mir aufnehmen kann. Also das macht insgesamt Sinn, ja, weil es letztendlich dieser, sag mal, Call to Action
oder die Kontaktmöglichkeit immer sichtbar im sichtbaren Bereich ist, egal wohin ich scrolle, aber ich würde es noch auffälliger machen. Ne? Da gibt es viele tolle Beispiele, die das ganz gut machen. Dann ist das hier natürlich auch eher eine ganze Webseite, keine Landingpage. Die gehen wir jetzt natürlich nicht komplett durch, ganz klar. Hier muss man auch erstmal überlegen, ist vielleicht, hat jetzt nicht mehr ganz so viel mit Landingpage zu tun, sondern vielleicht eher von Selbstständigen oder Unternehmer zu Unternehmer. Das sieht aus, als könnte man das nochmal ein bisschen straffen. Ja, es gibt zwar viele Sachen, ja, aber letztendlich muss ich ja erstmal gucken, wo bin ich eigentlich wirklich richtig gut, ja, wo habe ich mein, wo bin ich sozusagen am allerbesten. Und das würde ich dann ganz nach vorne stellen. Ja, das, wo ich am allerbesten bin. Weil hier gibt es super viele Sachen, auch nur dann, wenn ich wirklich mich auf irgendwas spezialisiere, eine richtige Nische gefunden habe, dann kann ich da auch wirklich langfristig erfolgreich sein. Und dann später kann natürlich hier auch sein, dass die gute Frau hier schon der absolute Oberguru ist und ich weiß das gar nicht. Dann kann ich natürlich das noch ein bisschen erweitern. Habe ich letztendlich nicht anders gemacht. Mein Kern war halt schon immer Google Ads. Und über die Jahre kamen dann immer mehr Analytics-Dienstleistungen hinzu, ja, so als Webseiten auswerte, dann über eine Mitarbeiterin, dass wir Webseiten bauen für Kunden, also auch Landingpages bauen, oder dass jetzt über die letzten paar Jahre Facebook immer interessanter wurde oder Amazon, ja, aber der Kern ist halt Google Ads oder strategische Sachen, das kam halt alles erst später. Würde ich hier halt dann auch machen, lieber ein bisschen reduzieren, wenn man unzufrieden ist mit der Anzahl der Anfrage, weil dann, oder Anfragen, weil dann ist relativ klar, was ich hier kriege. Ja, wenn jetzt hier nur stehen würde über mich, mein Angebot und, weiß ich nicht, ein Blog, dann wäre super klar, dann müsste ich mich hier nicht durchkämpfen und überlegen, ja, was ist jetzt eigentlich für mich das Richtige? Ein systemisches Coaching oder eine psychologische Beratung oder was ist der Unterschied zwischen Persönlichkeit und Persönlichkeitsentfaltung? Ist das nicht auch eine psychologische Beratung? Ich bin mir irgendwie nicht so richtig sicher, was meine Karriere angeht, aber ich will mich halt neu orientieren. Letztendlich weiß ich da nicht ganz, was hier das Richtige ist. Ja? Oder hier Burnout, das hat natürlich was mit meiner Karriere zu tun. Für was entscheide ich mich jetzt? Ne? Genau. Gucken wir uns mal die Seite kurz an. Was haben wir denn hier für einen Text? Okay. Das ist sie, glaube ich. Das ist sehr schön. Wenn ich letztendlich immer wieder die Person, es ist ja hier, geht ja ganz klar um sie, wenn ich die Person immer wieder sehe und eher weggehe von solchen Stockfotos, das hilft, das merken auch Menschen. Also auch ihr, die Zuschauer, ihr merkt sofort, wenn irgendwo ein Stockfoto zu sehen ist oder halt ein echtes, kein Stockfoto. Da gibt es sicherlich ganz viele Sachen, wo man gleichzeitig in so einer Landingpage auch die Referenzen mit einarbeiten kann. Hier beispielsweise, wenn, also ist auch wieder so ein Problem, letztendlich muss es hier eine Botschaft für eine Seite geben. Ich habe ein Ziel. Und das Ziel hier aktuell ist irgendwie, hey, kämpf dich bitte durch mein ganzes Angebot und find selber die richtige Lösung oder mein richtiges Angebot für dein Problem. Was zielführender wäre, ja, und das geht schon eher tiefer in die Landingpage, aber da muss man letztendlich anfangen. Ich sage auch immer, wenn wir Landingpages bauen, die sind vielleicht nicht designtechnisch das Nonplusultra, aber die sind so gebaut, dass man halt relativ viel und schnell testen kann. Und hier wäre es zum Beispiel auch wichtig zu testen, ist das gut, hier den User zu überladen mit den ganzen Möglichkeiten, die man hat? Oder wäre es eher besser, wenn man beispielsweise hier ein Quiz einbaut und sagt, hey, wir machen mal so ein kleines Quiz, das geht eine Minute, du klickst 5 Sachen an und danach hast du ganz genau mein richtiges Angebot zu finden. Ja, und dann kann man so eine Landingpage auch ganz stark reduzieren. Also mit Quiz oder mit kleinen Tools zu arbeiten, die man letztendlich nutzen kann, das kann ich nur empfehlen, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, weil für den User, für mich ist es dann relativ einfach zu sehen, okay, was muss ich hier überhaupt machen? Ah, ich kann hier halt nur mich durch diese Fragen klicken, das ist natürlich super. Hier ist sozusagen der Call to Action, machen Sie den nächsten Schritt und kontaktieren Sie mich. Das müsste dann aber natürlich ein bisschen größer markiert werden, beziehungsweise ganz klar auch mit einem Link hinterlegt werden.
Weil ich kann natürlich nicht davon ausgehen, dass die Leute jetzt dieses Ding hier rechts schon gesehen haben, die Navigation oben fehlt. Also wenn ich jetzt sage, ja gut, ich will kontaktieren, wie mache ich es denn? Wo war denn das? Aha, keine Ahnung. Das ist schwierig. Okay, da gab es jetzt ein neues. Dann hier, glaube ich, auch schon unlängst bekannt, dass Slider generell schwierig oder die Performance nicht wirklich steigern, die Conversion Rate. Ja, hier muss man auch immer überlegen, was will ich damit eigentlich, was ist meine Botschaft? Ja, also wenn man letztendlich so eine Landingpage erstellt, muss ich immer überlegen, was ist die Botschaft von diesem Element? Was will ich hier, und das ist fast Fullscreen hier, wenn wir jetzt mal hier so ein bisschen runterscrollen, das ist fast kompletter Fullscreen, was will ich hier sagen, was will ich erreichen mit dieser Geschichte hier? Ja, es sind auch alles wieder nur Stockfotos. Wenn ich das hier schon irgendwie einbauen will, dann noch lieber irgendwie mich als Coach oder Trainer oder Berater in verschiedenen Aktionen, halt mit einem Kunden oder wie ich halt letztendlich ein Konzept aufmale oder was auch immer. Ich bin für Sie da. Jetzt wird hier nochmal ein bisschen das Angebot gelöst oder geklärt. Das würde ich beispielsweise auch, das sind ja hier die wichtigen Sachen, ne? Hier ist es ganz wichtig, wo kann mir die Frau hier helfen? Und das müsste ich dann natürlich ein bisschen stärker in den Vordergrund rücken. Ja? Also so ein großes Bild, das hilft mir nicht. Vielleicht scrolle ich hier sogar bis hier nur runter und denke so, okay, Seite ist beendet. Hier kommt nichts mehr. Ja, hatten wir, glaube ich, vor 2 Wochen mal, dass ich da auf einmal nicht mehr runtergescrollt habe, weil ich dachte, die Seite ist zu Ende, weil die perfekt geendet hat, so wie hier. Und da habe ich wieder hochgescrollt. Aktuelle Klientenstimmen, das ist auch schwierig. Das weiß ich selber, es ist super schwierig. Hier, besonders in dem Bereich, ja, wenn man jetzt Karrierestress, Burnout und solche Sachen hat, dann muss man ja natürlich bei so einer Klientenstimme wissen, das ist vielen Leuten natürlich unangenehm, dass sie zum Beispiel auch Beziehungsstress haben oder dass es in der Ehe nicht mehr gut funktioniert, das macht sie ja hier auch, oder dass sie mit der Karriere unzufrieden sind oder was auch immer. Diese Leute dann natürlich dazu zu kriegen, dass sie sagen, hey, okay, mir hat das so gut geholfen, ich bin bereit, mein Gesicht zu zeigen und meinen Namen zu zeigen. Das hilft aber bei Referenzen unheimlich. Ja, ich habe persönlich zum Beispiel bin dazu übergegangen, dass ich meine Kundenreferenzen einfach gar nicht aufliste. Die findet man einfach nicht, sondern ich lasse halt die Sachen für mich sprechen, die man letztendlich anfassen kann oder sehen kann. Das sind dann halt irgendwelche Beiträge auf verschiedenen Plattformen, die letztendlich ja auch zeigen, dass ich Ahnung habe von dem, was ich rede. Und hier für so einen Fall würde ich natürlich das machen, dass ich mir einen Kunden schnappe und sage zum Schluss, hey, wie zufrieden bist du? Und wenn er sagt, ich bin super zufrieden, dann würde ich hier auch wieder ein Video machen und kurz sagen, hey, lass uns doch mal kurz 5 Minuten darüber reden. Was war dein Problem? Wie sind wir rangegangen? Was ist jetzt die Lösung? Weil dann habe ich hier echte Kundenstimmen, echte Videos. Ich sehe hier echte Menschen, weil hier kann ich natürlich alles hinschreiben. Ne? Das ist natürlich möglich, dass ich einfach alles hinschreibe, wozu ich Lust habe. Dann kommt wieder ein großes Bild. Hier stellt sich dann die Frage, wenn man jetzt mal so ein bisschen tiefer reingeht. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5 Hände. Ich dachte, ich mache ein Einzelcoaching mit ihr. Ist das ein Gruppencoaching? Ich glaube, das ist nichts für mich. Das machen ja hier dann mehrere. Ich wollte mich jetzt nur ihr gegenüber öffnen oder das mit ihr privat oder persönlich oder unter 4 Augen klären. Das kann natürlich auch ein ganz falsches Bild dann erzeugen, wenn ich hier keinen Kontext zu habe, weil der fehlt. Ja, man kann natürlich sagen, hier, das soll irgendwie heißen, zusammen erreichen wir alles. Aber wer ist denn zusammen oder wer ist denn wir? Das ist auch schwierig. Unsere Zusammenarbeit, ja, also zusammen, hier kommt das dann schon. In unserer Zusammenarbeit richtige Impulse, Handlungsalternative. Möchten Sie erfahren, was möglich sein könnte? Ja, möchte ich. Und dann kommt ein Bild. Dann kommt wieder ein Bild und letztendlich könnte man diese Landingpage viel, viel kleiner machen, viel, viel kürzer runterbrechen. Und ja, wo fehlt denn hier? Hier fehlt das doch. Etwas über mich, da geht es dann über Sie. Das ist auch inhaltlich nicht richtig, da fehlt der rote Faden sozusagen. Ja, das kann man natürlich auch machen, aber das sollte ich mir dann schon, wenn ich hier so eine Frage offen lasse, das sollte mir dann schon klar sein, dass ich die im Nachgang auch wieder beantworten muss. Ja? Schön, dass Sie da sind. Okay, aber dass ich da bin, das ist ja hier oben schon irgendwo geklärt. Also was man hier auf jeden Fall machen müsste, man müsste strukturell nochmal überlegen, okay, wie platziere ich welche
Textbausteine. Was ist ganz wichtig und was ist weniger wichtig? Wie baue ich Vertrauen auf? Also das ist hier echt nochmal ganz wichtig. Hier kommt dann ein bisschen Information zu ihr. Ich freue mich auf Ihre Anfragen. Hier könnte man wieder ein Call to Action setzen oder einen Link. Ich freue mich auf Ihre Anfragen. Jetzt hier klicken. Wenn ich überzeugt bin, muss ich natürlich auch sagen, bin jetzt hier natürlich nicht die Kernzielgruppe, aber ich sehe das hier halt einfach als Externer. Haben Sie eine Anfrage? Und dann, ja, du kannst mich auch kontaktieren, wenn du das in Englisch haben willst. Hier runter würde ich wahrscheinlich gar nicht scrollen, letztendlich, weil das hier, diese Information, hilft mir nur ganz am Anfang was. Weil wenn ich natürlich nur Englisch spreche beispielsweise und das hier lese, denke ich ja, okay, die macht alles nur in Deutsch, Deutsch, Deutsch. Nee, die sagt gar nicht, dass sie sowas auch auf Englisch macht. Ja? Das ist schwierig. Okay, und dann halt hier die Sachen. Das wird hoffentlich alles getrackt. Also wenn es klickbar ist, gehe ich mal davon aus, dass es getrackt wird. Hier muss man auch überlegen, will ich diese Symbole hier drin haben, weil wenn ich raufklicke, lande ich extern auf einer anderen Seite. Ich will in der Regel aber die Leute eher bei mir haben. Außer es ist strategisch so geplant, dass man sagt, okay, bei Instagram, da posten wir so viel und regelmäßig, dass sich das lohnt, die Leute dahin zu schicken. Vielleicht auch noch ein Tipp für externe Links. Ja, okay, also ihr macht ja hier so ein bisschen ein paar Fotos. Von wann ist das? Von vor 6 Stunden. Sehr cool. Ist also wird aktiv genutzt. Das ist super wichtig. Wenn ich aber, wie gesagt, hier als kleiner Tipp, wenn ich sowas mache, dass ich von meiner Seite zu einer anderen hinlenke, ja, wie ich es ja hier mache, ich linke ja raus, dann immer in einem neuen Fenster. Weil jetzt hat sich das direkt in dem gleichen Fenster geöffnet, aber hier dann immer das in einem neuen Fenster öffnen. Genau. Das dazu. Also auch hier bei vielen dieser Landingpage-Themen, die wir machen, ist es ganz häufig natürlich grafisch fürs Auge schon wichtig und das ist sicherlich auch das, was ihr alle irgendwo haben wollt. Ihr wollt den Geheimhack oder hier muss der Button orange sein und so weiter, so diese ganz kleinen Geheimtricks. Aber das sind nur mini kleine Hebel. Ja, wenn ihr euch mal sowas anguckt, solche Auswertungen, dann seht ihr meist, dass der ganze Rest schon bei so einer Landingpage stimmt. Und das, was wir häufig haben hier bei den Seiten, die ich mir angucke, dass sozusagen die Basis noch nicht mal richtig strukturiert und klar ist. Und das ist echt wichtig, dass die Basis wirklich sauber strukturiert und klar ist, weil dann kann ich hier letztendlich auch dann anfangen mit, ich teste mal den Button oder die Buttonfarbe oder ob da irgendein Symbol drin ist oder nicht oder doch. So, alles klar, ihr Lieben, ihr habt eine halbe Stunde euer Bildungs-TV durchgehalten. Hier kamen noch zwei Seiten, die speichere ich mir ab, Christian und Hannelore, die werde ich mir beide abspeichern und die nehmen wir dann irgendwann in den Livestream einfach der Reihenfolge nach dran. Für euch vielleicht noch, wer noch nicht dabei ist, kann sich gerne anmelden. Ich schicke mal hier einen Link rein. Könnt ihr euch gerne anmelden, ist ein kostenloser Newsletter. Einige sind vielleicht von dem auch heute schon hier. Ich verschicke einmal am Freitag immer einfach einen kurzen Impuls, sage ich mal, einen Online-Marketing-Trick. Den könnt ihr euch anschauen und im besten Fall umsetzen. Das kostet nichts, das ist for free. Habt da schon super, super geiles Feedback bekommen. Also finde ich mega, mega klasse, dass mir da echt einige so gut zureden und sagen, hey, das ist der einzige Newsletter, den ich auch letztendlich öffne und auf den ich schon warte. Das freut mich, meldet euch da gerne an. Kostet nichts. Wir sind für heute fertig. Wir haben das schön gut in 30 Minuten hingekriegt. Ich wünsche euch viel Erfolg oder ein schönes Wochenende, Sommer, Sonne. Und wir sprechen uns in einer Woche wieder. Ich werde, vielleicht auch nochmal ganz interessant, ich werde den Livestream weiter bei YouTube belassen, aber ich werde Folgendes machen. Ich werde nochmal auf meiner eigenen Seite eine Livestream-Seite einrichten, wo ihr dann letztendlich immer seht, wann findet der nächste Livestream statt und was ist so ein bisschen das Thema. Ja, weil letzte Woche, wie gesagt, da war ich unterwegs, da war ich gerade in Berlin und so kann man das ein bisschen besser koordinieren.
Ich werde auch einfach insgesamt nochmal gucken, dass die Qualität hier ein bisschen besser stimmt und mal schauen, dass wir so ein bisschen mehr eure Wünsche hier mit reinkriegen. Akiko, alles klar, die Seite nehme ich mir auch noch irgendwie mit drauf. Ich muss mir das mal hier kurz alles wegspeichern, nicht, dass der Stream hier gleich das tot macht. Genau, und sonst würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Feierabend. Je nachdem, vielleicht sind auch einige schon im Feierabend. Der Zahnarzt hier in meiner Straße, der hat vorhin schon dicht gemacht. Genau, das war's. Also, bis nächste Woche oder bis Sonntag, da kommt ja ein neues Video von mir online. Ciao.